Tag, Shop Chickity Tag. Taschen, Friede mit nach Haus, grüßt euch. Herzlich willkommen im Kunstforum BMX Shop Berlin. Wir sind hier am Start und machen gerade Ware, wie ihr seht. Hi. Ich habe gehört, ihr wollt so einen Rundgang machen bei uns. Ja, schaut euch um. Einmal die Kamera schwenken, so. Dass ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt. Yeah. So. Der Markus hat sich angekündigt und hat gesagt, wir wollen mal so ein Shop-Check-Video machen vom Shop Berlin. So was gibt es ja vom Shop Stuttgart auch schon so. In allererster Linie erstmal sagen, Berlin ist definitiv ein bisschen kleiner als die ganze Nummer in Stuttgart. Wir haben nicht ganz so viel Fläche, aber wie heißt es immer so schön, auf die Qualität kommt es an und nicht auf die Größe. Ne? So ist es. Ja, wo fangen wir an? Wir befinden uns auf jeden Fall hier im Herzstück vom Shop. Ja, das ist unser sogenannter Showroom, ja, der Laden. Hier habt ihr alles Mögliche von Rahmen, Lenkern, Räder, Griffe. Hier stehen noch die Kundenräder rum, keine Ahnung, was die hier wollen. Hier geht's weiter. Wir haben Widerräder, wir haben Reifen, wir haben Klamotten. Man beachte bitte, wie sorgfältig die zusammengelegt sind, ja? Weil das Auge ist immer mit. Haben wir vor 16 Jahren mal von einer Kundin erfahren. Die hat das gesagt und seitdem haben wir uns das zu Herzen genommen. Ist viel Arbeit, aber sieht halt einfach geil aus. Ne? Wie gesagt, das Chaos ein bisschen Entschuldigung. Wir haben hier gerade eine fette Fuse-Lieferung bekommen. Ja, hier drüben Tresen. Das ist so das absolute Herzstück unseres Shops. Er ist extra so hingestellt, dass jeder, der reinkommt, erstmal gleich unseren Altar so sieht. Entschuldigt die Maske, hört sich ein bisschen doof an, aber in Zeiten von Corona muss man das leider machen. Ja, das ist erstmal so dieser Overall View, wenn man bei uns in den Laden rinkommt. Wir versuchen alles möglichst akkurat immer hinzustellen und hinzuschmeißen. Und da bin ich auch sehr pedantisch. Da lachen sich Leute immer kaputt, weil alle genau ausgerichtet sein muss, etc. Hast du nicht gesehen. Aber ja, wie heißt das so schön? Jeder hat seine eigene Macke, wa? Genau. Um mal hier nochmal zu kicken, um diese pedantische nochmal zu zeigen. Ne? Vorbauten müssen alle in einer Linie liegen, müssen alle die gleichen Abstände haben. Ne? Pedalen genau die gleiche, Sättel genau die gleiche. Genau, drüben haben wir Narben. Ja, wir versuchen eigentlich so gut wie wenig Lücken in den Auslagen zu haben, aber das ist derzeit nicht ganz so einfach, weil wir leider, naja, weil die durch die Großhändler nicht so einige Sachen nicht lieferbar sind. Ne? So ist es. Aber gut, wir haben ja trotzdem einiges an Narben da, Packs haben wir da, etc. Genau, das ist so unser Lädchen. Erstmal so in erster Linie. Wir können ja mal weiterlaufen. Einfach mal folgen. So, guck mal, hier hinten sind die Jungs am Start. Das ist unsere sogenannte, bitte nicht erschrecken, aber das, ja, wenn der Vorhang aufgeht, ist unsere Werkstatt. Hier haben wir Micha, hier haben wir Pete am Start. Die Jungs sind fett am Schrauben, am Machen. Wie das immer so ist, gibt eine ganze Menge zu tun. Anders als in Stuttgart haben wir leider nicht so eine große Lagerfläche, was auch nicht schlimm ist. Dadurch, dass ja Stuttgart auch den gesamten europaweiten Mailorder bedient, müssen die Jungs natürlich ein bisschen mehr Ware da haben. Wir sind eigentlich eher auf den Berliner, Brandenburger Markt fokussiert und achten und also was heißt achten? Wir konzentrieren uns sehr auf die Szene und gucken auch sehr, was die Jungs kaufen. Deswegen kann es mal passieren. So, ich nehme jetzt mal meine Maske ab, weil wir sind jetzt hinten. Ne? Segelohrenalarm, zack, ole. Ja, deswegen, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir gucken halt schon sehr, was bei uns so von den Marken her funktioniert. Ne? Man kann nicht alles, was der Mailorder online hat, auch im Shop haben. So, das ist natürlich in Stuttgart auch so. Aber wir haben tatsächlich dafür, dass wir so ein kleiner Berliner Filial-Local-Laden sind, haben wir schon ordentlich Stuff hier. Man kann das ja mal filmen. Hier drüben haben wir so ein Regal. So mit so Helme, Felgen, Sättel, Schoner, Reifen. Ne? Das ist jetzt natürlich nicht alles so. Das liegt dann vorne am Tresen. Da kommen wir nachher nochmal hin, können wir nochmal kicken. So, hier geht's weiter mit Helme. Helme hat man irgendwie nie genug so. Da bestellt man irgendwie 100 Helme und dann sind nach 3 Tagen nur noch 50 Helme da. Das ist echt Wahnsinn. Ein bisschen Fahrräder. Ja, hier stehen noch so ein paar Kisten, die sind aufgebaut, die alle von irgendwelchen Kunden abgeholt werden. Genau, wir können hier mal hinten durchgehen. So, braucht man nicht vorne durch den Laden laufen.
Hier geht das Chaos weiter. Ja, wie gesagt, die Fläche ist ein bisschen kleiner. Hier stehen dann auch, hier ist das Büro. Ja, hier ist eigentlich der Spot, wo Kevin immer abhängt und Zeitung liest. Ja, der sitzt da auf dem Sofa. Grüß dich, meiner. Na, hier haben wir, können wir auch mal reinnehmen. Also eigentlich hatten wir mal ursprünglich den Plan, das Büro ein bisschen größer und freier zu halten. Ja, hat nicht funktioniert. Wie ihr seht, überall stehen hier irgendwie Fahrräder rum. Hier stehen Sachen für irgendwelche Jams, Kisten, Kartons, Abholerbestellungen. Aber gut, ne, das, man nennt das ganze Ding organisiertes Chaos. Ja. Das ist das eigentlich. So, wir hier sitzen, das ist mein Arbeitsplatz hier so vorne mit so Rechner. Dann kickt man sich hier mal so E-Mails an. Ne. Sehe gerade, der Herr Fuhrmann hat mir auch eine E-Mail geschrieben. So. Kann man mal kicken. Gut, machen wir später. Kümmern wir uns später drum. Dann haben wir hier die ganzen Abholerbestellungen, die und so, ja, die wir halt so bearbeiten, wie man das so macht. Genau. Ansonsten gehen wir weiter. Ein Toilettchen haben wir auch. Das befindet sich hier drin. Ja, das ist so, können wir mal kicken und so. Also uns fehlt es einfach an nichts. Ja, wir haben alle da. Jetzt rufen wir wieder nach vorne, setzen wir mal die Maske auf. Kicken wir mal. Annie und Vize sind auch vor der Tür. Grüßt euch. Jetzt bin ich nicht schnell genug mit meiner Maske. So, genau. Zum Thema Lager können wir auch noch mal kicken. Ja, wenn wir mal hier so hinter den Tresen sind, die Leute denken immer, das ist alles, was wir so da liegen haben. Man kann das ja mal von hier hinten Film unterm Tresen, damit man immer alles schnell bedienen kann, haben wir dann halt kistenweise irgendwelchen Blödsinn noch rumliegen. Ja, da ist ein Drucker, da hast du hier, hast du Packs, Kisten, ohne Ende Griffe, ohne Ende, ja, damit man immer alles schön quasi von unterm Tresen hochholen kann. Kappen, Schoner, alle da. Also, you know, wie gesagt, ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher als in Stuttgart, aber von der Power her können wir da schon mithalten, so ein bisschen halt. Ja, gut. Das war eigentlich auch schon gewesen. Wie gesagt, wir kleiner Laden, ne, ordentlich vollgepumpt von oben bis unten mit Stuff. Wir können nur jeden einladen, wenn ihr mal in Berlin seid, kommt vorbei, guckt euch um. Ne. Oder wenn ihr einfach nur zum Radfahren hier seid, was ja auch gerne passiert, Berlin ist ja so ein kleiner Hotspot für Reisegruppen etc. Kommt rum, wenn ihr einen Pitstop braucht, wir haben eine Werkstatt, könnt ihr selber schrauben, könnt ihr machen, wie ihr Bock habt. So. Wir sind am Start, jeden Tag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr. Einfach willkommen. So, und du gehst jetzt bitte wieder, wir müssen arbeiten, danke.